auch keine Freunde habe, mit denen ich über Bücher reden kann, stelle ich euch jetzt die Bücher vor, die ich im Januar gelesen habe. Ich habe als allererstes The Find Me gelesen. Das ist der 5. Teil der Shatter Me Buchserie. Und oh mein Gott, diese Buchserie ist so gut. Es ist Fantasy Romance. Wenn ihr Tribute von Panem gelesen habt, dann werdet ihr diese Buchreihe lieben. Ich sag's euch. Jeder hat tausende Strahlen im Song gelesen. Außer ich, sogar meine Cousine in Syrien. So habe ich mich durch den gesellschaftlichen Druck dazu gezwungen gefühlt, dieses Buch auch zu lesen. Und ich hab's nicht bereut. Das Buch ist so gut. 10 von 10, Leute. Es geht um Afghanistan, um die Geschichte zweier Mädchen, die zwangsverheiratet werden. Es ist super emotional. Ich habe wirklich die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. Und weil mir dieses Buch von Khaled Hosseini so gefallen hat, habe ich mir Drachenläufer von meiner Deutschlehrerin ausgeliehen. Leute, ich habe bei diesem Buch so geweint. Und ich habe wirklich, ich war eine Woche lang nur im Bett und musste an dieses Buch denken. Ich empfehle euch, Drachenläufer wirklich nur zu lesen, wenn ihr emotional und mental stabil seid, weil ansonsten wird euch dieses Buch auseinandernehmen. Das Buch handelt auch in Afghanistan. Es geht um die Freundschaft zweier Jungen. Der eine ist Pashtune, der andere ist Hazara und Khaled Hosseini geht da ein bisschen auf die Verfolgung der Hazara in Afghanistan ein und Leute, es ist wirklich richtig gut. Ich sollte jeden Monat so ein TikTok drehen.